Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Sniper Ghost Warrior 3. Und wir gehen direkt in die nächste Mission hier. Ratten in der Falle. Jawohl. Ja, nachdem wir jetzt letzte Folge rausgefunden haben, wer Amasi ist. Bin mal gespannt, was hier jetzt so kommt. Wobei, halt hier, Waffenlager. Hatte ich jetzt eigentlich... No. Hatte ich ja hier, hatte ich hier noch was? Nee. Schade, dass ich das 32er noch nicht habe. Aber gut. So, kann ich denn noch so Tolles herstellen? Eigentlich nix. Ich muss da, glaube ich, mal ein bisschen mehr looten gehen irgendwie. Aber gut, ab ins Tagebuch. Ratten in der Falle. Folge Rachels Hinweisen und finde Klosowitsch in der Nähe des Dams. Dann starten wir doch mal. Was? Diesmal kriege ich kein Intro hier. Okay. Wo müssen wir denn hin? Bin ich behämmert? Na gut. Gehen wir erstmal zum Fahrzeug. Na komm. So. Oh, mal gucken, ob ich jetzt einen gescheiten Schnellreisepunkt habe, da hinten in der Nähe. Natürlich nicht, weil da war ich halt noch nicht. Okay. Dann fahren wir halt. Machen wir sowieso eigentlich zu jeder Mission, also von daher ist es eigentlich auch egal. Boah, auf jeden Fall. Wo ich jetzt mal echt gespannt bin, vielleicht habe ich jetzt endlich mal die Möglichkeit, so einen Double Shot auszuprobieren, ob das mit dieser panzerbrechenden Munition wenigstens funktioniert. Müsste ja eigentlich. Weil die ja eine wesentlich höhere Durchschlagskraft hat. Aber ich muss sagen, ich finde die Story bisher eigentlich ganz cool und auch die Abwechslung irgendwie so ein bisschen der Mission. So. Muss hier mal kurz was trinken, Zipfchen drin hier. Also nicht wundern, wenn ihr ab und zu mal so einen Plonk hört. Das könnte hier mein Becher sein. Ja, aber das macht bei dem Spiel irgendwie mehr Sinn, musste ich leider feststellen, längere Aufnahmesessions zu machen, weil sich das einfach mehr lohnt. So, ach so. Muss wahrscheinlich erstmal wieder rüberfahren in den nächsten Akt. Daher wegen Schnellreise. Wahrscheinlich. Aber ich finde es, wie gesagt, echt cool, wie hier zwischen den Akten hin und her wechseln oder zwischen den Karten wohlgemerkt. Einfach für die Abwechslung. Nicht, dass du immer ein und demselben Gebiet rumeierst. Vor allem gibt es zwischendrin immer wieder schöne Musik. Ich feiere die Musik richtig. Ah. Ist ja noch ein bisschen schade, dass ich keine Webcam habe. Könnt ihr schon sehen, wie ich hier rumeiern würde gerade. Oh, Akt 3. Ja, neue Errungenschaft, Feind meines Feindes. Kein Krieg ist so tödlich wie der Kampf zwischen Brüdern. Das ist wohl wahr. Gott, bin ich gut. Ich hasse es, das zu sagen. Als ob. Komm einfach zur Sache, ich habe keinen Nerv. Wir wissen, dass Vasilisk Angst vor einem Amerikaner bekam, der den Steinbruch inspizierte. Du, John. Das verschreckte ihn derart, dass er Flostov zu einem sicheren Ort schaffte. Ich zitiere. Schafft ihn in das alte Labor, wo sonst die Ingenieure gearbeitet haben, die Klosowitsch gefangen genommen hat. Flostov, dieser kostbare Wissenschaftler, den Mossad anheuern will. Ich habe mich gefragt, was die Separatisten mit ihm anfangen wollten. Aber jetzt... Jetzt bin ich praktisch sicher, dass er von der Gesellschaft 23 festgehalten wird. Himmel. Okay,
Also wer ist dieser Klosowitsch? Michael Klosowitsch. Politiker. Hiesiger Bürgermeister. Bis ins Mark korrupt. Ich glaube, Flossdorf hält sich in einem alten Labor auf, das er früher nutzte. Dort, wo die gefangenen Ingenieure immer gearbeitet haben. Also Klosowitsch ist unsere Lösung. Und ich weiß, wo sich Klosowitsch aufhält. Ich weiß nicht, ob es zu spät sein wird, um Robert zu retten. Wir können es nur probieren. Halt, Alter! Ende. Mein Gott, ja, auch noch falsch gefahren hier. Da muss ich lang. Ja, sieht auch nicht wirklich nach der Straße aus. Naja, sind halt in Georgien, ne? Ja. Das ist mein neuer Unterschlupf. Sehr schön. Okay. Na dann, gucken wir mal unseren neuen Unterschlupf an. Auch sehr schön. Das ist die nächste Betthöhle quasi. Ja. Sieht doch ein bisschen anspruchsvoller aus. Aber da ich ja eben gerade schon alles gemacht habe, können wir direkt in die nächste Mission gehen. Partycrasher! Bürgermeister Klosowitsch hat ein Treffen organisiert. Er macht Geschäfte mit der Gesellschaft 23. Schalte Lev Traps aus, einen gut gesuchten Kriegsverbrecher, um Klosowitsch zu verschrecken, sodass er untertaucht. Denk daran, löse keinen Alarm aus und töte den Bürgermeister nicht. Wow. Okay. Dann machen wir mal eine Partycrasher. Meine Augen sind auf den Bürgermeister gerichtet. Raffinierter Rattenmistkerl. Er ist gerade auf seinem Weg zum Treffen mit Lev Trapsch. Trapsch? Einer unserer meistgesuchten. Der Bürgermeister wird von Schlägertypen begleitet. Die sollten nicht auch noch darin verwickelt werden. Am besten erledigst du Trapsch, damit sich diese Ratte von Bürgermeister wieder in sein Dorf verkriecht. Soll das Team sich dort mit ihm befassen? Gute Jagd. Ende. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt am sinnvollsten lösen. Also Bürgermeister nicht umnieten. Okay. Oh, Hilfe. Okay, ich stelle fest, die Karte wird schon ein bisschen interessanter hier. Was zumindest die Fahrwege angeht. Also was man hier so einen Fahrweg nennen kann. Alter. Hat Straßen hier. Ich kletter auf den Hügel und warte oben auf das Ziel. Verstanden. Erwarte Widerstand. Die Separatisten werden sicher Plätze für Schützen kontrollieren. Na dann wollen wir doch erstmal unsere Drohne benutzen. Dafür ist sie schlussendlich ja da. Aha. Boah, da könnte ich tatsächlich einen Double Shot ausprobieren. Okay. Sind es nur die drei? Das ist ja mal erstmal die große Preisfrage. Scheint so, dass es nur die drei sind. Okay. Ach nein. Da ist ja auch noch einer. Warum markieren wir den nicht? Oh, naja, gut. Okay. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Könnte ich von hier hinten irgendwo den Double Shot probieren? Ich will das jetzt unbedingt ausprobieren, Mann. Wo treffe ich den Double Shot nicht? Ist irgendwo nach da hinten an den Arsch der Welt gehen, ey, für diesen bescheuerten Double Shot. Okay. So könnte der fast funktionieren, wenn ich weiter nach hinten gehe. Boah, ey. Was muss ich denn hier noch zurück, ey?
Boom. Boah, genau auf die Stirn gehauen, ey. Sehr schön. So. So. Nehmen wir mal die Panzerbrechende. Da müsste ich ja theoretisch beide treffen. Juhu! Doppeltötung also mit der AP. Okay. Wenn sonst nichts ist. So, dann können wir da mal vorrennen. Den anderen kann ich ja noch verhören, den Sniper da vorne. Also ich gehe mal zumindest davon aus, dass das jetzt mal so relativ unkompliziert funktioniert. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen Dank, Homer, für den Tipp. Mit dem Double Shot. Bisschen Handelsware abstauben hier. Gibt's hier drin noch irgendwo was? Was man hier vielleicht abstauben könnte. Ah, Munition. Also, um Munition herzustellen, wohlgemerkt. Geh weg. Da oben eigentlich einer drin rum. Hab ich gar nicht so genau geguckt eben. So. Da ich ja weniger Krach mache, kann ich mich da bestimmt wunderbar anschleichen. Rede oder du bist dran. Unsere Ressourcen sind gleich da drüben. So. Genau, geplündert habe ich den ja gleich. Egal. Dann können wir eigentlich auch direkt aufs Ziel warten. Ich bin auf dem Gelände. Ende. Bestätigt. Warte auf mein Signal. Bestätigt. Warte auf mein Signal. Ziel gefunden. Aber er hat Besuch und es wird da unten recht voll. Zivile Opfer sind nicht akzeptabel. Schieß nur, wenn du freie Sicht hast. Das schaffst du doch, oder? Wow. So, was hat man hier noch so? Auch noch Feinde, die markiert sind. Wow. Schieße ich ihn so um? Wird sich der Bürgermeister freuen. Ziel ausgeschaltet. Der Bürgermeister flieht. Sie wissen, wo du bist. Verschwinde, bevor sie deinen Arsch durchlöchern. Na dann weg hier. Oh Gott. Aber schnell hier. Immer schön mit der Deckung laufen. Das war ja relativ easy. Meld dich bei mir, John, bevor du den nächsten Schritt unternimmst. Warum? Ich beobachte den Bürgermeister Klosovic und folge ihm zurück ins Dorf, wenn ich seine exakte Position ausmachen kann. Du lässt es mich wissen. Es gibt keinen Grund, Zeit oder Munition zu verschwenden. Danke, Raquel. Endlich. Was ein wenig Höflichkeit schon alles bewirken kann, Soldat. Mit Vergnügen. Ende. Was ist denn hier eigentlich immer in diesem Fragezeichen? Hallo, Mr. North. Hier ist Gregor Meschke, einer von Kobas Leuten.
Es tut mir wirklich leid, Sie nochmal zu stören, aber die Rottgelöwen brauchen erneut Ihre Hilfe. Wow. Ich habe versucht, Miss Chordatze zu erreichen. Sie wollte, dass Sie sich mit mir persönlich treffen, bevor Sie Ihren Auftrag beginnen. Sie sollten jetzt meine Position haben. Alter. Tja, assi hier. Na. Da war wohl der Chemiker, ein bisschen übereifrig, würde ich ja mal sagen. Erhalten Freiheitsflug. Okay. Sehr schön. Das sind einfach nur so Teile hier, einfach nur zum Einsammeln, okay. Also macht es vielleicht doch mal Sinn, die Dinger vielleicht doch mal ein bisschen zu plündern. Ich weiß halt nur nicht, was man mit den Dingern anfängt. So. Komm. Hier fahren wir da drüben mal noch hin. Fahr. Da drüben auch noch was zum Looten haben. So. Gehen wir da einfach mal hoch. Rette georgische Zivilisten, okay. Wow. Dann erstmal gucken, wie viele da oben sind. Also ich meine, könnte da wahrscheinlich auch völlig Rambo-technisch da oben rein, aber... Okay, das sind zwei. Drei. Okay. Ist da drin jetzt noch einer? Das ist ja die große Preisfrage. Hör mal, endlich hast du's reinigt. Hast du das gehört? Okay. Erstmal den da vorne holen. Okay, das sind zwei. Das heißt, dadurch, dass die nebeneinander stehen... Ah, muss ich gucken, dass ich einen Double-Tap mache. Das ist so ein Double-Schuss. Das heißt, wir gehen erstmal auf die Seite, wobei da oben kommt einer. Gott, wie weit müsste ich denn da jetzt rumlaufen, ey? Na, noch weiter rum, ey. Meine Fresse. Oh Mann, bin da auch noch runtergefallen, ey. Egal. Die georgischen Zivilisten retten wir jetzt. So, erstmal die Munition wechseln. Oh Gott. Also ich hoffe, dass das sowas wird. Ich bin unter Beschuss! Oh. Hätte ich mir fast die Mühe gar nicht machen müssen, ey. Naja, gut, egal. Gut, die anderen beiden laufen da draußen. Den hätte ich? Warte, dem habe ich voll die Nase weggeballert, ey. Du da, alles okay bei dir? Oh Gott. Wir werden angegriffen. Schützen ausmachen. Oh
Scheiße, es ist einer von uns. Oh ja. Verstanden, seid ab der Hut vorbei zu uns. Warum tun Sie mir das an? Ich hab nichts getan. Haben wir doch mal die Gefangenen befreit hier. Diese Steine sind so kalt. Sie sind ein echter Held. Danke. Gern geschehen, gern geschehen. Was habe ich jetzt da davon? Okay, ich habe Handelswaren gekriegt, habe Zivilisten gerettet. Ist ja ein Traum. Das habe ich. Wunderbar. Gibt es hier noch irgendwas, was ich hier vielleicht einsammeln könnte, was ich jetzt vielleicht so nicht gesehen habe? Ne, scheint nicht so. Okay, also so komme ich mal definitiv mehr an Handelswaren und sowas dran. Könnte ich mir vielleicht doch mehr, sag ich mal, Gewehre oder sowas kaufen. Oder Scharfschützengewehre wohl eher. Also macht es wohl Sinn, die auch mal ein bisschen zu machen. Da liegt er. Oh. Ah! Lass mich da... Oh, ey. Lass mich da durch. Na wunderbar. Gut, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, sollte ich das hier vielleicht auch mal machen? So. Hier, Legende. Was mache ich denn da mit diesen... einfach hier so einen Außenposten, okay. Ich glaube, ich sollte einfach mal so die Mission hier noch machen. Ne? Weil die sieht jetzt ein bisschen groß aus. Ich glaube, vielleicht die hier hinten mal. Naja. Denke ich mal. Sollte man auf jeden Fall mal zwischendrin mal mitnehmen. So. Dann repariere ich jetzt hier noch meinen ganzen Kram. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch fast schon in die nächste Folge dann gleich. Wir sind hier schon wieder bei 20. Das ist ja der Hammer, ey. So. Was sagt hier mein Schalldämpfer? Egal, reparieren. Jedes Mal den Schalldämpfer mitnehmen. Pumpen kriege ich so oder was? Oder die habe ich wahrscheinlich so zwischendrin gefunden. So. Das heißt, ich könnte mir ein größeres Magazin nehmen. Andererseits, für was brauche ich es? Nutze ich ja eigentlich sowieso recht oder kaum. Die sollte ich auf jeden Fall reparieren. Das ist wichtig. Gut. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.